morgen. Wir fahren jetzt von der Ziegenwiese ins Ebro-Delta. Es wird eine lange Fahrt heute. Das wird eine lange Fahrt, das sind 500 Kilometer. Ja, da war ich ja letztes Jahr schon. Mit Glück kann man da Flamingos sehen. Let's go. Und wir müssen noch Fähr- und Entsorgen. Nee, das machen wir dort dann. Und einkaufen. Fähr- und Entsorgen machen wir dort am Stellplatz. Da gibt es eine Möglichkeit. Aber einkaufen müssen wir davor noch. Seite. So, bevor wir heute weiterfahren, können wir hier an dem Stellplatz noch entsorgen und versorgen. Und wir hatten eine ruhige Nacht hier. Und ja, es war ein bisschen windig gestern, aber nicht viel. Wir haben auf der Reise schon ganz andere Stellplätze gehabt mit Wind. Es war angenehm und ja, wie ihr seht, hier stehen auch einige Wohnmobile. Großer, übersichtlicher Platz. So. Ja, da kommt jetzt eine ganze Menge raus. Ich glaube von den letzten. Wann haben wir das letzte Mal entleert? Vor 4 Tagen? Stimmt, ne? Das war noch vor der Schlangenbucht. Ja, das wird eine Weile laufen jetzt. Und jetzt müssen wir noch Frischwasser mit Schlauch. Oder wollen wir reinkippen? Ich glaube, ich kippe rein. Wir kippen rein. Ja, wir haben ja 2 leere Flaschen. Das würde, glaube ich, ganz gut gehen. Ja, wir haben uns das hier so ein bisschen markiert, dass das immer unser Frischwasser ist. Ja. Und ja, die kippen wir jetzt rein und füllen die dann hier an dem Wasserhahn auf. Und ja, damit müssten wir eigentlich jetzt gut hinkommen. Wovon ist das denn? Die Kriegsbemalung. Grauwasser ablassen. Daran sieht man immer, Gerald hat Grauwasser abgelassen. Und man sieht daran, dass ein Kleber ist, weil das so weit immer drinnen ist, das gehört unbedingt verlängert. Okay, also weiß ich, wenn ich jemanden treffe, der da genau eine Markierung hat, ist es ein Kleberfahrer, der entsorgt genau. Hat. Okay, vielleicht hilft ja mal die Information. So, und jetzt hast du das Navi jetzt gerade hier aktiviert. Auf den Naturpark. Ja. Und da fahren wir jetzt 18 Minuten hin. Ja. Und das hätten wir heute auch mit dem Fahrrad gemacht. Aber wir befinden uns ja jetzt quasi auf dem Rückweg nach Deutschland und ich wollte eigentlich gerne nach dem Naturpark dann wieder ein Stückchen weiterfahren. Wir haben noch knapp 1700 Kilometer vor uns. Ich wollte noch eine Nacht länger bleiben, aber
Vielleicht können wir woanders noch mal eine Runde Fahrrad fahren. Vielleicht kommen wir heute noch an einen Platz, wo wir ein bisschen Fahrrad fahren können. Und im Naturpark entscheiden wir dann, wo wir dann überhaupt hinfahren. Die Richtung ist klar, aber nach welcher Stellplatz müssen wir noch mal schauen. So, wir sind ja auch diesen Weg hierher gekommen. Den fahren wir jetzt scheinbar auch zurück über die Brücke und da ist auf der anderen Seite nämlich auch ein Stellplatz. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ja, der andere Stellplatz. La Roche, ja. So, wir sind jetzt hier am Strand, an dem Delta Ebre, also ganz konkret hier El Gaxal, und wir haben Glück, wir sehen heute hier Flamingos. Ja, die sind jetzt schon also ganze Zeit hier. Und es ist nicht so tief, das Wasser. Sieht man jetzt nicht, aber manchmal steht halt auch ein Flamingo auf und dann sind die Beine quasi, sieht man sogar den Beinansatz noch über Wasser. Ja, und die haben jetzt halt gerade ihre, hier sieht man gerade einen, wie er sich schön die Flügel aufmacht. Halt weiße Flamingos. Wir haben im ersten Moment überlegt, sind das jetzt Schwäne? Aber ja, Schwäne treten ja nicht in so einer zahlreichen Form. Also ich habe zumindest noch nie gesehen. Und ja, es sind tatsächlich Flamingos. Ja, und das ist ja auch ein offizieller Strand hier. Und man sieht, es ist nichts los hier. Aber Wetter ist ja super. Also könnte man sich jetzt hier eigentlich am Strand auch gut aufhalten. Ja, es ist ja ein Paradies für Vögel hier. So, und wir haben ja eine Nacht hier schon verbracht und Gerald guckt gerade, ob wir jetzt hier direkt in der Nähe von dem Strand vielleicht noch einen Stellplatz finden. Denn hier sind auch viele Parkverbotsschilder. So, wir werden jetzt gleich mal interviewen. So, wie sieht's denn aus? Gibt's hier was in der Nähe? Ja, laut der App Park for Night gibt's einen Stellplatz, der aber dreckig und stinkig sein soll. Mhm. Dann gibt es noch einen Parkplatz. Ja, dann könnten wir doch jetzt rübergehen, wo wir parken, wo man ja eh nicht stehen darf über Nacht, dass man mal hier guckt. Also wir könnten es erst zu Fuß anschauen, weil wir sind nicht weit weg. Ach so, dann müssten wir hier die Straße weiter vorgehen. Also hier gibt es auch einen Campingplatz und die Anja ist total begeistert davon. Warum? Nee, weil die Gegend oder das jetzt hier in Ruimar und so, das ist einfach total angenehm und ruhig und entspannt und man ist schnell an diesem Strand, wo wir gerade Flamingos gesehen haben. Also ich finde es einfach schön hier. Und wer halt größere Fahrzeuge hat, der kann sich ja dann hier Ja, für größere Fahrzeuge, falls ihr das jetzt nicht verstanden habt wegen dem Auto,
Ich gehe mal davon aus, Juni, Juli, August, September wird es hier anders aussehen. Also da wird es hier schon voll sein. Ja, aber jetzt, Mitte April, ist tote Hose, auf Deutsch gesagt. Ja. Wenig Verkehr, ruhig. Und von außen macht der Campingplatz einen guten Eindruck, sage ich sauberen mal. Sauberen Eindruck auch. Und es scheint auch jetzt, wenn man so quer durchguckt, es sind auch schon einige, ob jetzt Dauercamper oder wie wir stehen lassen, aber... Ich glaube, dass da viele jetzt Dauercamper sind, was wir sehen. Ist auf jeden Fall eingezäunt und... Genau. Wir fahren auf dem Parkplatz, ohne Verbotsschild. Also auf dem Campingplatz gibt es auch einen Pool. Das finden wir beide jetzt cool. Mit Wasserrutschen. Also sieht echt schön aus von außen. Wir wollten jetzt den Campingplatz mal von innen anschauen, aber ich bin leider durch die Gesichtskontrolle gefallen. Ich bin positiv überrascht, habe ich jetzt nicht so erwartet. In der ersten Nacht waren wir auf dem Stellplatz, so ein Schotterplatz, wo wir entsorgt haben. Da war jetzt nicht so, aber... Nee, der ist nichts Besonderes, aber er ist halt billig. Ja. Kostenlos. Mit. Man muss ja nicht immer dahin fahren, wo es kostenlos ist. Man kann ja auch mal dahin fahren. Ich meine, gut, wir parken ja danach auch kostenlos wieder, aber man kann ja auch da... Nee, aber da, wo wir jetzt gestanden sind, muss man dazu sagen, Fähr- und Entsorgung ist dabei. Ja. Also Frischwasser, Toilette ausleeren und Grauwasser ablassen. Ja. Das ist doch toll von der Gemeinde. Ich meine, da kann man ja aber auch so vorbeifahren, dafür muss man ja nicht stehen bleiben. Nee, genau. Ja. Genau. Ja, und hier sind Mobile Homes. Vom Campingplatz. Das sieht total witzig aus, dass sie so schief stehen. Denkt man, ja, man hat irgendwie falsche Optik. Aber weil die alle auf so einem Trailer stehen, ist ja klar. Aber ist irgendwie cool. Guten Morgen. Hier haben wir heute Nacht übernachtet. Und ja, es war eigentlich einigermaßen ruhig. Was hattest du für einen Eindruck, wie die Nacht war? War sehr ruhig. War sehr ruhig. Ich glaube, war so ein bisschen schon die Straße hier befahren, aber war nicht lange. Nee, da fahren ganz wenig Autos. Ja, genau. Ja, heute ist es bewölkt, wie man sieht. Na, wir sind sehr enttäuscht. Aber so können wir uns schon langsam dran gewöhnen ans deutsche Wetter. Ja. Jetzt geht's weiter Richtung Norden. Wo geht's jetzt hin? Ein bisschen nördlich von Barcelona. Ja, weil wir nicht um Barcelona herum übernachten wollten, weil das ist mir zu gefährlich. Ist zu gefährlich, ja. Ich habe im Park von Night auch mal reingeguckt, in so ein paar Stellplätzen, die nicht in Barcelona, aber vielleicht so 10 Kilometer drumherum. Und da stand schon manchmal drin, 3 Stunden hat mein Auto auf dem Parkplatz gestanden und wurde eingebrochen. Echt? Ja. Wow. Kriegt natürlich dann nur 1 Stern oder gar keinen. Nee, aber ja, ich glaube, das ist ganz gut, dass wir dann doch ein Stück oberhalb dann von Barcelona sind. Es sind jetzt auch fast 300 Kilometer, die wir heute fahren. Das sind jetzt quasi die letzten Tage unserer Spanienreise. Zu unserer letzten Übernachtung in Spanien fahren wir zu dem Ort Platja d'Aro. Die Temperaturen werden kühler und es regnet auch zwischendurch. Also mit einem ganz großen Wohnmobil ist hier sehr eng. Nee, das wird nichts. Wirklich in so einer Wohnsiedlung hier. Ja. Rede mal, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Aha. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Und hat lauter gute Bewertungen bekommen, oder? Ja. 5er-Bewertung. Erstmal schauen, ob wir nicht hinten rausstehen. Mhm. Ach, na, das geht.
So, jetzt hat es geklappt. Jetzt ist passiert. Jetzt ist passiert. Jetzt ist Gas aus. Genau, wir machen uns gerade Abendbrot und ich denke, warum werden die Kartoffeln nicht gar? Da ist schon lange gar kein Gas mehr da. Und die Anja hat Hunger. Ich habe rechtzeitig angefangen mit Kochen, dass wir eigentlich pünktlich essen können. Und wenn du dich jetzt hier ein bisschen beeilst, klappt es auch noch. Ja, und ich möchte nicht, dass du grantig wirst. Aber wir müssen dazu sagen, die Flasche war ja nicht voll, wo wir losgefahren sind. Wenn sie voll gewesen wäre, hätte sie jetzt vielleicht gereicht die Woche. Man muss dazu sagen, wir haben immer vormittags, also früh und für Abendessen. Wir haben also mindestens verwendet. Zweimal am Tag. Und dann auch meistens eben gerade abends auch zwei Platten. Ne? Morgens eine, abends zwei. Ich habe. Was wolltest du noch sagen? Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Na, ich habe mir manchmal noch mein Espresso gemacht auf einer, aber das dauert ja nicht so lange. Und da, das ist ein Linksgewinde. Ja, Linksgewinde. Der Gas. Oh, das ist eine größere. Und jetzt muss das da rein. Das muss jetzt da rauf. Und die können wir dann ja wieder füllen lassen. Die wird ausgetauscht. Oder ausgetauscht, ja. Und dann dürfen wir wieder schauen, wo wir die herbekommen. Ja. Ja, das war letztens echt ein Problem, bevor wir gefahren sind. Das sind wir, glaube ich, der Baumarkt, der sonst macht, der macht's nicht mehr. Ja. Richtig positionieren da drin. Ah ja, jetzt. Und dann? Ja. Gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ja, man sieht ja hier auch an dem Schildchen. Ja, das ging doch jetzt fix. Es ist ruhig hier. Steht noch ein anderer Camper. Und gut als Zwischenstopp geeignet. Wir sind jetzt 100 Kilometer vor der französischen Grenze. Wir haben jetzt entschieden, dass wir also definitiv einmal übernachten in Frankreich, vielleicht sogar zweimal, das wissen wir noch nicht, aber einmal auf jeden Fall. Ja, so geht dann unsere Rückreise langsam ihrem Ende entgegen. Kriegst einen Daumen hoch dafür. Echt? Nur von dir oder auch von den Zuschauern? Ja, von mir. Kann ich jetzt weiter kochen? Also du gibst mir bloß jetzt einen Daumen hoch, damit du satt wirst, oder? So, hier geht's jetzt weiter. Es ist einfach auch wieder schön, so richtig was Grünes zu sehen. Das habe ich auf der Fahrt jetzt hier in Frankreich sehr genossen. Um 10 haben wir einen letzten Wechsel gemacht und ich habe mich schon mal... Darf man das sagen, dass ich mich hinten reingelegt habe? Ich weiß nicht, was der genommen hat. Ich habe ihn nie beobachtet, aber irgendwas muss er genommen haben, weil der war nur am Fahren.